Sie sind jung, unbekümmert und kommen aus dem eigenen Nachwuchs. Linus Rosenlöcher, Mario Suva, Erik Schuranov und Tim Latteyer gehören seit dieser Saison ganz offiziell dem Profikader an. Wir stellen euch die vier einmal vor. Rosenlöcher und Suva sind beide eher für die Defensivarbeit zuständig. Das Filigrane überlassen sie zumeist den Offensivakteuren. Beide haben in der vergangenen Saison ihr Debüt im Clubtrikot gefeiert und sich damit nicht nur einen großen Traum erfüllt, sondern auch die ersten Schritte im Profifußball gewagt. Ja, war so, muss ich sagen, kam schon sehr unerwartet. Ich wusste es echt nicht davor, dass ich reinkommen werde. Aber so, als ich an der Außenlinie stand, es ist sehr schwer zu beschreiben. Diese Arbeit, die man davor hat in den Jahren, dass man weiß, ey, jetzt darf ich echt mein Zweitligadebüt feiern, ist ein echt unbeschreibliches Gefühl. Ja, also die Übernahme war ja relativ langfristig, Schritt für Schritt, wie es bei mir immer war. Und von daher würde ich schon sagen, dass ich es mittlerweile so realisiert habe, dass ich weiß, woran ich bin und was meine Aufgaben sind, meine Umgebung und so weiter. Es hat sich alles eingestellt. Aber es ist trotzdem immer noch ein richtig tolles Gefühl, einfach zu sehen, dass du der Teil bist von diesem Verein, der einfach ganz oben steht. Der Verein richtet sich komplett auf diese Mannschaft aus, auf den Erfolg der Mannschaft. Und du bist ein Teil davon. Das ist eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Ein Teil der Mannschaft. Das sind die beiden seit dieser Saison in jedem Fall. Die individuelle Weiterentwicklung steht nun im Fokus, um regelmäßig zu spielen. Dabei aber auch die Unbekümmertheit beizubehalten, wird wichtig sein. So wie beim Premierentag in Hamburg im vergangenen Mai. Ich glaube, für jeden Fußballer, der seine ersten Schritte macht, ist das erste Tor oder auch das erste Spiel was ganz Besonderes. Egal zu welchen Umständen. Klar, das in Hamburg war natürlich nicht optimal, war kein guter Tag für die Mannschaft. Aber das ist ein Moment, den schneide ich raus für mich. Die eine Minute Ballaktion und mein kleiner Torjubel danach, das werde ich nie vergessen. Jede Sekunde davon kann ich mich nach wie vor daran erinnern. Ich habe das Trikot bei mir zu Hause hängen. Das wird ein Moment sein, der mich ausmacht, der mich begleiten wird und von dem ich ja, später auf jeden Fall noch erzählen werde. Also mein Ziel ist eigentlich immer, muss ich sagen, jeden Tag Vollgas geben, 100% zu geben. Ich will dazulernen. Ich will mich auch einfach beweisen und zeigen, hier ist Mario Suva. Und das ist einfach mein Ziel, mich zu beweisen, zu zeigen und dass meine harte Arbeit Früchte trägt. Diese Arbeit fing schon früh an für die beiden. Während Rosenlöcher zunächst mehrere Sportarten ausprobierte und nicht gleich den Fokus voll auf den Fußball gelegt hat, war für Suva die Sache früh klar. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Jakob ging es, wann immer es möglich war, raus auf den Platz. Für die mögliche Profikarriere mussten Freizeit und Freunde zurückstecken. Ja, es war so, dass ich natürlich schon sehr früh zu mir gesagt habe, vor allem auch wegen dem ganzen Bezug auch zu meinem Vater mit dem Fußball, dass ich gesagt habe, ich will das machen. Und mir war auch immer klar, dass ich dafür sehr, sehr hart arbeiten muss und sehr, sehr viel aufgeben muss. Das habe ich mir schon sehr, sehr früh beschlossen und deswegen habe ich auch gesagt, werde ich das auch so weit durchziehen. Und wie gesagt, die Reise ist noch lange nicht am Ende, deswegen muss ich da auch weiter Vollgas geben. Also ich war schon immer ein kleiner Fußballer, also mit dem Dad in den Park gegangen und die Bälle hin und her gebolzt. Ich hatte aber auch immer parallel, also ab meinem fünften Lebensjahr habe ich dann in einem Verein angefangen. Und parallel aber auch Tennis gespielt. Das heißt, es waren schon immer Ballsportarten, wo ich Bock drauf hatte. Und habe mich dann, glaube ich, in der 7., 8. Klasse vom Gymnasium dann eben entscheiden müssen, so entweder oder. Und ich habe mich für Fußball entschieden, weil ich da meiner Meinung nach besser war als im Tennis. Und dass es dann so weit reicht, darüber habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Das war dann so ein Werdegang, Step by Step, immer wieder irgendwie was Neues erreicht. Aber ich bin froh, dass ich mich für Fußball entschieden habe, auf jeden Fall, ja. Nach den ersten Einsatzminuten bei den Profis haben die beiden natürlich Pläne und Ziele für die Zukunft. Dafür wird auch jetzt hart trainiert, um den nächsten Schritt gehen zu können. Bei mir war es immer so, dass ich Schritt zu Schritt denke. Ich setze mir ein großes Ziel. Das war natürlich erstmal den Sprung in die Profimannschaft zu schaffen. Und sobald du dieses Ziel erreicht hast, fängst du schon eigentlich an, ab Tag 1 dir nächstes großes Ziel zu setzen, was dann natürlich wäre, in der Startelf vom 1. FC Nürnberg zu stehen.
Und dieses große Ziel steht quasi über allen kleineren, die ich dann nach und nach versuche abzuarbeiten. Und gerade da, wo ich angefangen habe, bei den Profis mitzutrainieren, war es erstmal Leistung anpassen, zu schauen, ob ich da reinpasse, wie ich mich fühle im Training. Und dann das nächste war, Aktionen zu zeigen, das, was ich in der zweiten gezeigt habe oder zeigen kann, ob ich auch das auf einem höheren Niveau diese Leistung abrufen kann. Das waren erstmal die ersten Schritte, die ich angegangen bin. Ja, also ich sag mal, es gibt sehr, sehr viele Szenarien, wie man sich das wünschen kann, aber für mich einfach nur wichtig, dass ich hier jetzt dranbleibe, erstmal bei der ersten Mannschaft weiter im Vollgas gebe. Sobald ich zum Debüt kommen sollte im Stadion, würde es mich natürlich mit Stolz erfüllen, aber ich muss weiter sehr, sehr hart arbeiten, Gas geben und natürlich am besten vor den 50.000 auch mal ein Tor schießen. Das auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Suwa und Rosenlöcher. Zwei Beispiele dafür, wie es über das NLZ zu den Profis beim Club gehen kann. Wir drücken die Daumen für den weiteren Weg.